In der gegenwärtigen Diskussion um Marx in der Rezeption, da wird ja Marx überwiegend als Kritiker der Ausbeutung von Arbeit und damit einhergehend der Ungleichheit in der Verteilung von Vermögen und Einkommen dargestellt. Und Arbeit gerät da sehr schnell eben in den Blick als ewige Naturnotwendigkeit, als gewissermaßen unschuldige Kategorie. Demgegenüber möchte ich mit Marx zeigen, dass er eigentlich die heutige Erwerbsarbeit in hohem Maße als eine willkürliche Kategorie beschrieben hat. Ein Zitat von ihm lautet: Das anarchische System der Konkurrenz erzeugt die maßloseste Verschwendung der gesellschaftlichen Produktionsmittel und Arbeitskräfte neben einer Unzahl jetzt, also im Kapitalismus, unentbehrlicher, aber an und für sich überflüssiger Arbeit. Und was es mit dieser überflüssigen Arbeit auf sich hat, das kann man in dem Artikel nachlesen.